Ja, ich dachte, vielleicht kann ich euch ja mal erhellen. Jetzt kommt die Auflösung. Jetzt wirst erfahren, was sie sagte. Ihr verlasst diese Kammer unverzüglich, Signori, und ohne den Verwundeten, oder ihr seht Pistoia nicht wieder. In diesem Hause ist noch kein Blut geflossen, solange Fenicio Cataneo seine Herrin ist. Und die Madonna verhüte solchen Grund in alle Zukunft. Versucht auch nicht wiederzukommen, etwa mit mehreren. Ihr habt die Stelle noch im Sinn, wo man einzeln die Felstreppe zwischen den Wänden hinaufklimmt. Ein Kind kann diesen Pass verteidigen, wenn es die Steine den Abhang herabrollt, die droben gesät liegen. Wir werden dort eine Wache stellen, bis dieser Herr in Sicherheit ist. Nun geht und rühmt euch der Heldentat, dass ihr ein Mädchen betrogen habt und einen verwundeten Mann ermorden wolltet. Die Gesichter des Wirren entfärbten sich mehr und mehr, und es entstand eine Pause nach den letzten Worten. Dann zogen alle drei wie auf Kommando bisher verborgene Pistolen aus der Tasche, und der Kommissar sagte kaltblütig: »Wir kommen im Namen des Gesetzes. Wenn ihr selbst es nicht respektiert, wollt ihr auch noch andere hindern, es zu vollziehen? Es kann sechsen von euch das Leben kosten, wenn ihr uns zwingt, dem Gesetz mit Gewalt Achtung zu verschaffen.« Ein Murren durchlief die Schar der anderen. »Still, Freunde«, rief das entschlossene Mädchen, »sie wagen es nicht. Sie wissen, dass jeder, den sie erschießen, dem Mörder einen sechsfachen Tod einbringt. Ihr redet wie ein Tor«, wandte sie sich wieder an den Kommissär. »Die Furcht, die auf euren Stirnen sitzt, redet wenigstens klüger. Tut, was sie euch anrät. Der Weg ist offen, Signori.« Sie trat zurück und wies mit der Linken nach der Tür des Hauses. Die in der Kammer flüsterten wenige Worte zusammen, dann schritten sie mit leidlicher Haltung durch die aufgeregte Schar, die ihnen immer lautere und lautere Verwünschungen mit auf den Weg gab. Der Wundarzt war unschlüssig, ob er erfolgen dürfe, aber auf einen gebieterischen Wink des Mädchens beschloss er sich seinen Begleitern eilfertig an. Diese ganze Szene hatte der Kranke in der Kammer halb aufgerichtet mit großen Augen mit angesehen. Jetzt trat die Alte wieder zu ihm und rückte ihm das Kissen. »Still liegen, mein Sohn«, sagte sie, »es ist keine Gefahr. Schlafen, schlafen, armer Sohn. Die alte Chiaruccia wacht, und ihr seid sicher dafür, sorgt unsere Fenice, das beneidete Kind. Schlaft, schlaft.« Sie summte ihm dann mit eintönigen Liedern ein wie ein Kind, er aber nahm den Namen Fenice mit in seine Träume. Filippo war 10 Tage droben im Gebirg und in der Pflege der Alten, schlief viel in den Nächten und genoss am Tage vor der Tür sitzend die reine Luft und die Einsamkeit. Sobald er wieder schreiben konnte, schickte er einen Boten mit einem Brief nach Bologna und erhielt am anderen Tage Antwort, ob er erwünscht oder unerwünscht war, auf seinem blassen Gesicht nicht zu lesen. Außer mit seiner Pflegerin und den Kindern von Treppi sprach er mit niemand, und Fenice sah er nur des Abends, wenn sie am Herde schaltete. Denn sie verließ das Haus mit Sonnenaufgang und blieb über Tag im Gebirg. Das war sonst anders gewesen, wie er aus zufälligen Äußerungen entnahm. Aber auch wenn sie zu Hause war, fand sich nie eine Gelegenheit, mit ihr zu sprechen. Sie tat überhaupt, als merke sie seine Anwesenheit gar nicht und schien das Leben wie früher zu tragen. Doch war ihr Gesicht wie steinern geworden und ihre Augen wie erstorben. Als Filippo eines Tages von dem herrlichen Wetter gelockt, weiter als sonst, sich vom Haus entfernte und zum ersten Mal wieder im Gefühl neuer Kraft eine sanfte Höhe hinabstieg, erschrak er, als er um einen Felsen bog und unerwartet Fenice im Moos neben einer Quelle sitzen sah. Sie hatte Rocken und Spindeln in den Händen und schien während des Spinnens sehr in sich vertieft. Bei Filippos Schritten sah sie auf, sprach aber kein Wort. Noch veränderte sich der Ausdruck ihres Gesichts und rasch erhob sie sich samt ihrem Gerät. Dann ging sie, ohne auf seinen Ruf zu achten, davon und war ihm bald aus den Augen. Am Morgen nach dieser Begegnung war er eben aufgestanden und seine ersten Gedanken gingen wieder zu ihr, als die Tür seiner Kammer geöffnet wurde und das Mädchen ruhig zu ihm eintrat. Sie blieb an der Schwelle stehen und winkte ihm gebieterisch mit der Hand, als er vom Fenster sich ihr näher eilen wollte.
Ihr seid wieder geheilt, sagte sie kalt. Ich habe mit der Alten gesprochen. Sie meint, ihr hättet wieder die Kraft zu reisen. In kleinen Tagreisen und zu Pferde. Ihr werdet morgen früh Treppi verlassen und nie dahin zurückkehren. Dies Versprechen fordere ich von euch. Ich verspreche es, Fenice, unter einer Bedingung. Sie schwieg. Dass du mit mir gehst, Fenice, sprach er in großer, unverhaltener Bewegung. Ein dunkler Zorn überflog ihre Brauen. Doch hielt sie an sich und sagte, den Türgriff fassend, »Womit habe ich Spott verdient? Ihr versprecht es ohne Bedingung. Von eurer Ehre erwarte ich, Senior. Willst du mich so verstoßen, nachdem du mir den Liebestrank bis ins innerste Mark geflößt und mich für immer dir zu eigen gemacht hast, Fenice?« Sie schüttelte ruhig das Haupt. »Es ist hinfort, kein Zauber mehr zwischen uns«, sagte sie dumpf. »Ihr habt Blut verloren, ehe der Trank gewirkt hatte. Der Bann ist gelöst. Und es ist gut so, denn ich habe Unrecht getan. Lasst uns nicht mehr davon reden und sagt nur, dass ihr gehen werdet. Ein Pferd wird bereit sein und ein Führer, wohin ihr wollt.« »Wenn es denn diesen Zauber nicht mehr sein kann, der mich an dich bindet, so muss es wohl ein anderer sein, für den du nicht kannst, Mädchen. So war mir Gott Gnade.« Still unterbrach sie ihn und schürzte finster die Lippen. »Ich bin taub für solche Worte, wie ihr sie sagen wollt. Wenn ihr meint, mir etwas schuldig zu sein und euch erbarmen möchtet, so geht, und die Rechnung ist damit ausgeglichen. Ihr sollt nicht denken, dass dieser, mein armer Kopf, nichts lernen kann. Ich weiß jetzt, dass man einen Menschen nicht erkaufen kann, so wenig mit armseligen Diensten, die sich von selbst verstehen, als mit 7 Jahren des Wartens, die sich auch von selbst verstehen vor Gott. Ihr sollt nicht denken, dass ihr mich elend gemacht habt. Ihr habt mich geheilt. Geht und nehmt meinen Dank mit euch. Antworte mir vor Gott, rief er außer sich und trat näher. Habe ich dich auch geheilt von deiner Liebe? Nein, sagte sie fest. Was fragt ihr danach? Sie ist mein. Ihr habt kein Recht und keine Macht über sie. Geht. Damit trat sie zurück über die Schwelle. Im nächsten Augenblicke lag er hingestürzt auf den Steinen zu ihren Füßen und umfasste ihre Knie. Wenn es wahr ist, was du sagst, rief er im höchsten Schmerz, so rette mich, so nimm mich an, nimm mich auf zu dir. Oder dieser Kopf, den sein Wunder in den Fugen erhalten hat, wird in Scherben gehen, samt diesem Herzen, das du verstoßen willst. Meine Welt ist leer, mein Leben eine Beute des Hauses, meine alte und meine neue Heimat verbannt mich. Was soll ich noch leben, wenn ich auch dich verlieren muss? Da sah er auf zu ihr und sah aus den geschlossenen Augen helle Ströme brechen. Noch war ihr Antlitz regungslos, dann atmete sie tief auf, ihre Augen öffneten sich, ihre Lippen bewegten sich, noch ohne Worte. Das Leben blühte wie auf einen Schlag in ihr auf. Sie beugte sich herab zu ihm, ihre kräftigen Arme hoben ihn auf. »Du bist mein«, sagte sie bebend, »so will ich dein sein.« Als die Sonne des anderen Tages aufging, sah sie das Paar auf dem Weg nach Genua, wohin Filippo von den Nachstellungen seiner Feinde sich zurückzuziehen beschlossen hatte. Der hohe, blasse Mann ritt auf einem sicheren Pferde, das seine Braut am Zügel führte. Zu beiden Seiten zogen sich die Höhen und Gründe des schönen Apennin in die Klarheit des Herbstes. Die Adler kreisten über den Schluchten, und fern blitzte das Meer, und still und leuchtend wie dort das Meer lag vor den Wanderern die Zukunft. Ui. Ich mache heute wieder etwas früher Schluss. Das ist halt so bei diesen Novellen. Das sind ja mehrere. Aber das ist jetzt quasi das Ende dieser Novelle. Und wenn ich jetzt noch, weiß ich nicht, die letzten 30 Sekunden lesen würde, wäre das irgendwie blöd. Das muss ich jetzt hier erstmal setzen lassen, diese komische Geschichte. Und dann kann man ab morgen was Neues machen. So ist das. I wish you the very best for the day and see you tomorrow, hopefully as well as today. Tot ziens!